Welcome back on stage, Frank Richter! Merci. Merci. Völlig überverkauft vom Büssi. Danke. Nein, es ist so, ich bin das zweite Mal da und das letzte Mal ist nach der Vorstellung etwas ganz Schönes passiert. Ich bin noch so ein bisschen im Eingangsbereich rumgestanden und dann ist eine ganz junge Hörerin völlig nervös auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie sind doch vorher auf der Bühne und können wir nicht zusammen ein Fötterli machen? Und ich sage, klar, komm rüber, wir machen zusammen ein Fötterli. Und sie sagt, ja, mega gern, weil beim Büssi muss man mega lang anstehen. Oh, danke. Ja, aber es ist sehr eine spezielle Situation für uns alle heute Abend, oder, dass das im Radio kommt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, es sitzen ganz viele Leute vor ihrem Radio und fragen sich, der junge Mann, sieht der so sexy aus, wie seine Stimme tönt? Und die Antwort auf die Frage ist, ja. Ich werde oft auch so ein bisschen der David Beckham von der Schweizer Comedy-Szene genannt. Nein. Nein, sag ich. Mir ist natürlich bewusst, dass zwischen dem David Beckham und mir optisch Welten liegen. Ich meine, schaut mich mal an. Ich habe keine Tattoos. Nein, und auch wenn ich mich auf die Seite drehe, dann sieht man den Makel so ein bisschen, oder? Ich habe so den klassischen Gottschalk-Zinken. Ja, meine Nase ist wahnsinnig lang und gross und traurigerweise das Einzige an meinem Körper, der lang und gross ist. Damals in der Primarschule, muss ich sagen, war meine Nase noch viel kürzer gewesen. Und ich habe gerade kürzlich einen Liebesbrief gefunden, den ich mal geschrieben habe in der Primarschule. Der war bei mir auf dem Estrich gewesen. Ich habe den damals aber nicht abgeschickt, weil der wahnsinnig viele Schreibfehler drin hatte. Dort ist gestanden, bitte komm hinter die Turnhalle, damit ich dich küssen kann. Du bist eine voll schöne. Und meine deutsche Mutter hat das damals Korrektur gelesen und gemeint, Mensch, Junge, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Der geht immerhin an deine Lehrerin. Das hat mich damals getroffen, Kritik von meiner Mutter. Ich habe mir ja Mühe gegeben mit dem Brief. Ich bin ganze 4 Stunden dran gesessen. Ja. Jeder Buchstabe hat eine andere Farbe gehabt. Ich meine, das ist eine riesige Bütze, bis du aus der Zeitung ausgeschnitten hast. Aber vielleicht habe ich mir damals einfach so ein bisschen Illusionen gemacht. Ich habe bis zu der 4. Klasse geglaubt, dass aus mir und meiner Lehrerin, der Freda Silva, mal etwas könnte werden. Ja? Weil die hat mich einfach beeindruckt, die Frau. Die hat alles gewusst und auch optisch wäre sie mein Fall gewesen. Aber dann ist leider etwas dazwischen gekommen, wo alle meine Zukunftspläne auf einen Schlag zerstört hat. Ihre Pensionierung. Ja, wo wir es gerade von gescheiterten Liebesbeziehungen haben. Ich bin jetzt nach 3,5 Jahren in einer Beziehung wieder Single. Danke, es tut gut, ja. Ich muss sagen, es hat am Schluss für uns beide nicht mehr gestimmt. Die ganze Zeit Streit, schlechtes Essen, kein Sex. Mir ist so ein bisschen vorgekommen wie damals, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe. Und jetzt wohne ich zum ersten Mal in meinem Leben allein. Ist für mich ganz eine neue Erfahrung, oder? Bisher war immer irgendjemand daheim, meine Mutter, ein Mitbewohner, so ein komischer Mann in Uniform mit einem Drogenspürhund und das ist endlich vorbei. Ich wohne jetzt in einer 2,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung, das heisst, die Wohnung ist so auf 2 Etagen. Und es klingt natürlich geil, oder? Du denkst so ein bisschen, yes, ich habe es geschafft, ich wohne auf 2 Etagen. Aber die Wohnung, die hat einen riesen Fehler, sie ist mega klein. Gerade mal 47,5 Quadratmeter. 48, wenn ich vom Backofen die Türen offen lasse. Gut, hat natürlich auch Vorteile, so eine kleine Wohnung. Oder? Im Winter sparst du extrem Heizkosten. Also am Morgen einmal einfach schnell 2 Minuten mit dem Föhn warm blasen. Auch das Putzen geht viel schneller. Feucht aufnehmen mit einem Brillenputztuch. Kein Problem. Aber was halt dann mühsam ist, ist, wenn du Gäste einlatschen. Oder mehr als 6 Leute bringst du dort nicht rein. Und ich habe dann meine Einweihungsparty gemacht mit 9 Kollegen und du hast so gesehen, wie die so dort stehen, oder? Wahnsinnig eng. Und es hat sich niemand getraut, das anzusprechen, aber ich habe es allen angesehen, was sie denken, oder?
Und mein bester Kollege Lukas hat dann gesagt, hey Frank, immerhin bleibst du dir selber treu, ja? Egal ob Wohnung oder Beziehung, es ist einfach immer alles nur eine Übergangslösung. Besonders Freude hatte ich auch an dem Buch, das mir der Lukas geschenkt hat. Er hat mir so ein Buch entgegengestreckt mit einem Lächeln im Gesicht und hat gesagt, das wird dir sicher gefallen, Frank. Es hat eine Frau geschrieben und es geht so ein bisschen darum, wie man aus einer kleinen Wohnung das Beste rausholt. Ich so, ah Lukas, danke, du schenkst mir einen Einrichtungsratgeber. Nein, natürlich nicht. Es ist die Biografie von der Natascha Kampusch. Oh. Moment. Ich finde es wirklich unter aller Sau, das Geschenk. Meine Wohnung hat ja gar keinen Keller. Ah, danke. Ja, jedenfalls habe ich das mal beim Zügeln das Sofa eingebüßt und wollte mir dann ein neues holen. Und bei mir gilt so ein bisschen die Devise bei den Möbeln, Hauptsache billig, oder? Mir ist das auch wurscht, wenn du durch die Wohnung läufst und siehst, dass das alles extrem billig ist. Weil ich finde so IKEA-Möbel in der Wohnung, die sind ja ein Statement. Oder? IKEA-Möbel in der Wohnung sagen so ein bisschen, ich kann jederzeit spontan in die Ferien und mir ist es völlig egal, wenn der Herd noch läuft. Ich habe sogar mal zum Geld sparen ein gebrauchtes Sofa gekauft. Ja. Und mein bester Freund Lukas hat damals gesagt, Frank, das würde ich nicht machen. Du weißt ja nicht, was der Vorbesitzer auf dem Sofa alles getrieben hat. Möglicherweise hat er dort drauf, du weißt schon. Und ich musste sagen, Lukas, du bist ein Grüssel. Ja. Das Sofa, das steht in einer psychologischen Praxis. Auf dem Sofa hat garantiert noch nie jemand Sex gehabt. Ja. Auf dem Sofa wird einfach regelmäßig gebrüllt. Gut, hat sich dann auch nicht viel daran geändert, was bei mir gestanden ist. Und ich hätte mir wahrscheinlich wieder ein billiges Sofa geholt, hätte ich nicht noch vorher mit meiner Mutter telefoniert und die hat dann am Telefon gemeint, Mensch, Junge, jetzt nimm doch mal ein bisschen Geld in die Hand und hol dir was Richtiges. Also quasi Einkaufs- und Beziehungstipps in einem. Und und wir sind dann zusammen in so ein teures Möbelhaus gefahren. Für mich eine völlig neue Erfahrung, oder? Alles so wunderschön mit Glasscheiben. Ich muss zugeben, ich war fast schon ein bisschen verwirrt gewesen. Ich habe meine Mutter gefragt, sag mal, bist du sicher, dass wir da drin Möbel bekommen? Ich meine, da hat sie nicht mal ein Hotdog gestanden. Und meine Mami so, doch, Junge, das ist ganz normal so, Das hat sie dann auch gesagt, wo wir vor diesen Sofas gestanden sind. Und kein einziges hat weniger als 2.500 Stutz gekostet. 2.500 Stutz für ein Sofa, das ist ja gestört. Ich meine, aus was besteht so ein Sofa? 4 Füße, ein bisschen Füllmaterial und Stoff rundherum. Und meine Mutter so ganz lapidar, ja, weißt du, Junge, guter Stoff hat halt seinen Preis. Es ist schon speziell, wenn du von deiner Mutter die Sätze hörst, die du sonst nur aus dem Ausgang kennst. Aber was man muss sagen, in diesen Möbelhäusern, in diesen Türen, du hast natürlich eine super Beratung, oder? In meinem Fall war das so eine Mitte 50-jährige Dame auf Stilettos aus dem süddeutschen Raum, die dann gesagt hat, ja, Sie sind bei mir an der richtigen Adresse, kommen Sie mal mit, Herr Richter. Ich zeige Ihnen hier den Rolls-Royce unter der Polstergruppe. Und ich habe gesagt, Moment, von mir aus können wir gerne beim Fiat Punto anfangen. Und ich habe ja so ein Sofa wählen, wo man ausziehen kann, damit es zu einem Bett wird, oder? So quasi der Transformer unter den Sofas. Und wie filigran die Dinger hat können öffnen, Wahnsinn. Ich habe gesagt, gucken Sie mal, Richter, wie leicht das geht. Einfach runterhuren, zwischen die Kissen greifen, ist eine Lasche dran ziehen, zack, ist das Ding offen. Moment, ich mach's gerade nochmal. Runterhuren, zwischen die Kissen greifen, ist eine Lasche dran ziehen, zack, ist es offen. Wahnsinn, ja? Die Sofas, die lassen sich leichter ausziehen als eine Bachelor-Kandidatin nach 2 Güppli. Ja, und so nach 2,5 Stunden hat es mich dann so weit gehabt und ich habe mit zitternder Hand den Verkaufsvertrag unterschrieben und am meisten darüber gefreut hat sich lustigerweise meine Mutter, die hat wirklich von einem Ohr zum anderen gestrahlt, oder? Ja, ich glaube, ich habe meine Mutter in ihrem Leben 2-mal so glücklich gesehen. Das erste Mal, als ich so mit 21 gesagt habe, dass ich von die Heimen ausziehe. Das zweite Mal 10 Jahre später, als ich es gemacht habe. So Comedy-Haus, ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt schon so ein bisschen kennengelernt, darum kann ich es euch an dieser Stelle ja verraten. Ich bin schwul. Ich weiss, im Jahr 2018 gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, über sowas zu reden, aber ich schaue einfach gerne in so eine Reihe voller enttäuschter Frauengesichter.
Und in das von einem lächelnden Mann. Hallo. Das ist übrigens auch die Erklärung, warum ich zum zweiten Mal da bin. Nein, ich habe mich damals mit 19 geoutet und meine Eltern haben es völlig easy aufgenommen. Eigentlich hat es niemand gross gestört. Das stimmt nicht ganz. Eine Person hat sich wahnsinnig aufgeregt. Meine damalige Freundin, die Jasmin. Ja, es tut mir heute noch leid, dass aus der Jasmin und mir nichts geworden ist. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also ich habe mir so ganz fest in den Arm genommen und mir beim Küssen mit geschlossenen Augen vorgestellt, sie wäre ein attraktiver, muskulöser Mann. Ja, und wenn sie mich dann einmal angeschaut hat, habe ich gemerkt, sie wünscht sich genau das Gleiche. Gut, gegen das Ende der Beziehung, okay, dort haben wir uns relativ häufig gestritten. Ich weiss noch eine Situation, wir sind in ihrem Auto gesessen, Lichtsignal geht rot, sie hat mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt, Frank, also man muss dazu sagen, für eine Frau hat sie eine sehr tiefe Stimme gehabt. Frank, ich weiss nicht, was es ist mit dir, aber ich habe das Gefühl, du bist gar nicht wirklich an mir interessiert. Kann das sein, dass du vom anderen Ufer bist? Und ich habe so gesagt, hey Jasmin, geht es dir eigentlich noch, mir so Vorwürfe zu machen? Du willst gescheit weiterfahren, ich komme spät im Ballettunterricht. Gut, schlussendlich haben wir uns mit unseren Lebenssituationen abgefunden. Aber es gibt noch immer etwas, um das ich sie beneide, oder? Das ist, dass sie händchenhebend durch die Stadt laufen kann. Das geht als Schwule ja wirklich nicht. Ich habe das kürzlich mal versucht. Ist ganz schlecht übergekommen bei den Leuten von Schwammendingen. Und wenn ihr mal zwei Schwule seht, die händchenhebend irgendwo unterwegs sind in Zürich, schaut die mal ein bisschen genauer an. Was ist das für ein Händedruck? Ist das ein richtig fester? Und laufen die zwei so ein breitbeinig mit durchgedruckter Brust und haben auch noch so eine Lederjacke an. Das sind Lesben. Danke vielmals. Der Frank Richter zum zweiten Mal auf der SRF 3 Comedy Talent Stage. Jetzt müssen wir schnell eine Lanze brechen für unseren Head of Comedy, nur wie wir es ein, zweimal jetzt erwähnt haben. Der ist seit Jahren glücklich verheiratet, also mit einer Frau, muss man sagen. Wobei ich schon gehört habe, aus schwulen Kreisen, das sind die einfachsten zum Kehren, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, Head ist bei ihm wirklich nur in der Berufsbezeichnung. Aber das ist vielleicht zu... Ist er da? Ich glaube, er ist da. Und, Gratulation zu deinem letzten Auftritt. Danke. Auf der SRF 3. Comedy Talent Stage, Frank Richter. Nein, du bist letztes Jahr da gewesen. Du hast gebombt. Wir alle haben ein bisschen Angst gehabt, es gab Beschwerden beim Ombudsmann. Es ist aber gerade nichts gekommen, oder? Nein, eine Frau hat mir geschrieben, das habe ich mega herzig gefunden, dass sie das Outtake müssen anhalten, weil sie so fest gelacht hat. So kann das gehen. Und das ist eine Referenz, die, glaube ich, stellvertretend ist für ganz viele, weil seither läuft es bei dir richtig, oder? Was ist alles passiert jetzt in diesem Jahr? Jetzt bin ich zum ersten Mal auf Tour gegangen mit richtig grossen Namen, Joel von Mutzenbecher, Charles Nguela. Und ich habe, es klingt jetzt ganz wichtig, ich habe ein Management. Gratuliere, sehr schön. Und ich nehme mal an, das ist auch ein Weg, den du ein bisschen weiter verfolgen willst, oder? Wann kommt mal endlich ein Soloprogramm, du Fuhle Kalb? Ich glaube, nächstes Jahr und ich mache es in meiner Wohnung. Wir freuen uns drauf. Es gibt einfach nicht ein grosses Programm, aber wir freuen uns trotzdem. Der Frank Richter! SRF